Herr Präsident, vielen Dank. Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja gestern und vorgestern auch schon viel über eine gleichberechtigte Zusammensetzung dieses Parlaments hier gehört und diskutiert. Und ich fand, es war insgesamt eine lebendige und eine gute Debatte. Aber, und das fällt uns vielleicht so nach 3 Tagen in diesem Plenarsaal etwas schwer, aber der Landtag ist nicht der einzige Ort in Brandenburg, der wichtige Entscheidungen fällt. Er ist deswegen auch nicht der einzige Ort, über den wir reden müssen, wenn wir über das Thema Gleichberechtigung reden müssen. Und da Macht, Henrik Wichmann hat es gerade gesagt, Macht sich insbesondere auch beim Geld ausdrückt, ist unser Antrag heute an Sie: Lassen wir Männer und Frauen auch da gleichberechtigt entscheiden, wo in Brandenburg die Fördergelder für den ländlichen Raum verteilt werden. Ich gebe zu, das klingt erstmal ungewohnt, aber Henrik Wichmann hat schon gesagt, hier geht es um eine richtige Machtfrage. Da wird richtig viel Geld verteilt. Allein in dieser Förderperiode 350 Millionen Euro. Und wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann dürfen wir keine halben Sachen machen, dann heißt es eben auch 50% der Macht beim Geld. Für alle, die vielleicht nur am Rande damit bisher zu tun hatten, wie läuft das? Wir bekommen von der EU Fördermittel für den ländlichen Raum. Und die verteilt ausnahmsweise dann nicht der Minister Vogelsänger in seinem Ministerium, sondern Gremien im ländlichen Raum selbst. Ganz nah an den Menschen, sehr gut, bottom-up, wie das im Fachjargon heißt. Und diese Gremien, diese sogenannten Leader-Aktionsgruppen, die bewerten, wenn jetzt verschiedene Projekte vorliegen, welches Projekt EU-Fördermittel bekommt und welches nicht. Ob das Geld also eher an einen Landwirtschaftsbetrieb geht, an eine Kita, an ein Ärztehaus. Und in diesen Gremien sitzen im Schnitt in Brandenburg 2 Drittel Männer und 1 Drittel Frauen. In einigen dieser Gremien noch viel, viel weniger Frauen. Und diese Zusammensetzung ist auch noch rein zufällig. Das könnte in der nächsten Wahlperiode, in der nächsten Förderperiode völlig anders aussehen. Und deswegen ist unser Anliegen an Sie, diese Gremien gleich verteilt paritätisch zusammenzusetzen mit Männern und mit Frauen. Und ich weiß, das ist ungewohnt und ich sehe auch ein paar skeptische Blicke und ich habe auch im Vorfeld schon gemerkt, Sie fremdeln etwas mit der Idee. Deswegen möchte ich noch mal ganz nüchtern die Argumente vortragen, warum wir das tun sollten. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Argumenten, rechtlich zum Beispiel. Rechtlich ist Gleichstellung ein Ziel der Europäischen Union, von der wir ja die Fördergelder bekommen. Auch unser Grundgesetz sieht vor, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen voranzubringen, auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Und das muss sich natürlich auch in solchen Gremien äußern. Oder wirtschaftspolitische Argumente. Gleichberechtigung ist ein enormer Standortfaktor. Aber aus meiner Sicht gibt es vor allem 2 Gründe, die dafür sprechen, dass wir das genau so machen sollten. Der erste Grund ist, weil es nur fair ist. Es ist nur fair. Frauen stellen, das haben wir gestern auch nochmal gehört, mehr als die Hälfte der Brandenburger Bevölkerung, sind aber nicht zu 50% beteiligt an den Entscheidungen dieses Landes, weder hier im Plenum noch in diesem Leadergremium, wo es um das viele Geld geht. Und wenn wir uns den Gleichstellungsatlas der Bundesrepublik Deutschland ansehen, dann stellen wir fest, es gibt ein klares Muster. Männer und Frauen haben nirgendwo die gleichen Rechte. Wir arbeiten dran, aber sie haben nirgendwo die gleichen Rechte. Aber in ländlichen Räumen haben Frauen noch viel weniger mitzureden. Je ländlicher, desto weniger haben Frauen mitzuentscheiden. Und das hat auch konkrete Folgen. Wenn da so Gremien einseitig besetzt sind, dann treffen die im Schnitt einseitige Entscheidungen. Im Schnitt. Damit ist die ganze Debatte, der ganze Diskurs natürlich, wie die ländlichen Räume sich entwickeln sollen, der ganze Diskurs ist einseitig geprägt. Und auch Projekte, die den Frauen, die Bedürfnissen von Frauen besonders entgegenkommen, gehen eher unter. Ich will das an einem Beispiel machen. Stellen Sie sich vor, eine Leadergruppe muss über Fördermittel entscheiden für eine Kita. Da soll Geld vergeben werden an eine Kita und da spielt bei der Fördermittelvergabe nicht nur der Bau eine Rolle und die Materialien, sondern auch das Nutzungskonzept. Und da ist es so, dass in einem Gremium, was paritätisch zusammengesetzt ist, natürlich im Schnitt viel mehr über so Sachen diskutiert wird wie Betreuungszeiten für Kinder. Oder haben wir einen Bedarf bei jungen Familien und wird dieser Bedarf abgedeckt? In einem einseitig besetzten Gremium ist das eher nicht so im Schnitt. Und da sind wir am Ende in einem Teufelskreis, weil wenn Frauen sich in ländlichen Räumen auch weniger beteiligen, dann kommen wir aus diesem Teufelskreis nicht raus. Ist das fair? Wir meinen, nein. Das ist das erste Argument. Wenn Sie aber Fairness noch nicht überzeugt hat, habe ich noch ein zweites Argument. Nämlich, Gleichberechtigung lohnt sich auch. Und zwar auch bei der Frage, wie das Geld verteilt wird. Denn wenn Sie schon mal in Gruppen gearbeitet haben, die aus Männern und Frauen bestehen und im Vergleich in Gruppen, die nur
aus Frauen oder nur aus Männern bestehen, dann werden sie diese Erfahrung gemacht haben, die längst auch wissenschaftlich erforscht ist. Diskussionen in gemischten Gruppen, vor allem in gleich verteilten, paritätisch besetzten Gruppen, sind nicht nur viel vielseitiger, sondern sie sind auch extrem viel produktiver. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen ja nun wirklich alle Kraft und alle Ideen für die ländlichen Räume, für die Aufgaben, die da anstehen. Oder wollen wir wirklich beim Thema demografische Entwicklung, wollen wir wirklich beim Thema Klimawandel oder Digitalisierung auf frische Ideen verzichten, auf die maximale Kreativität, die wir in diesen Gremien haben könnten? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Wir meinen nein. Das also sind meine beiden wichtigsten Argumente. Es ist erstens nur fair und zweitens, es lohnt sich auch für die ländlichen Räume. Und wenn Sie jetzt sagen, gut, verstanden, ja gut, natürlich sind wir auch für Gleichberechtigung, aber das kann man doch den LEADER-Gremien nicht anordnen. Warum nicht? Warum nicht? Andere Länder machen es doch auch. Schauen wir uns zum Beispiel an Nordrhein-Westfalen. Technisch gesehen würde das so gehen, unsere Regierung stellt sowieso in jeder Förderperiode Anforderungen an diese Gremien, an diese LEADER-Arbeitsgruppen. Bisher lief das über den sogenannten Wettbewerb zur Auswahl von LEADER-Regionen. Da kann man Kriterien festschreiben. Warum nicht auch Kriterien zur paritätischen Besetzung dieser LEADER-Gremien? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben bei fast allen Ortstermin unserer Enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen Räume festgestellt. Frauen sind ein wesentlicher Schlüssel für die Zukunft der ländlichen Räume. Dann lassen wir sie doch bitte auch wirklich gleichberechtigt mitreden, und zwar nicht nur bei Entscheidungen hier im Parlament, sondern auch in den LEADER-Gremien, da wo es ums Geld geht. Ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank.